Hallo, lieber Fußballfreunde. Es geht um meine Meinung von YouTuberin, YouTube-Kanal, meine Meinung, Thema, Kanalname, Streaming Dodo. Ich finde von Streaming Dodo sehr interessante und coole Videos. Das ist echt Wahnsinn, dass so eine reingesteckt hat. Respekt von davon. Und richtig gut. Jedenfalls Abonnentenzahl 4.660 Abonnenten. Videos gemacht. 160 Videos gemacht. Kanal gegründet, 15.04.2022. Und von Land Österreich. Und ich finde von Blefa Dodo, Streaming Dodo, ich finde wirklich extrem gute Kanal. Und da machen auch extrem gute Content vom Gaming. Ich finde es richtig gut ist. Ich gucke auch sehr gerne eigentlich zu. Eigentlich von mir ist eigentlich an Sucht. Ich ehrlich bin. Ist wie generell von Dodo, Screaming Dodo oder sein Hauptkanal Dodo. Er beide extrem gute Kanals. Zwei Kanal ist Screaming Dodo. Das ist alles über live so tun, dass Twitch das Kommentare schreiben kann. Und gib mir eine App, das und dann hat es nochmal Streaming zu tun. Und das immer live ist. Von Blefer Dodo. Ich finde es richtig geile Kanäle ist. Das länger Videos ist, wird auch besser. Aber von kurzen Videos ist auch gut. Streaming Dodo ist eine richtige, schöne Prinzessin. Finde ich jedenfalls. Eine bessere YouTuberin geben kann. Eigentlich ganze Welt. Ich finde, es gibt drei Kanals vom Gaming zu tun ist. Das ist verdammt riesig. Und gut ist. Blefo Dodo oder Screaming Dodo, so dreht diese zwei Kanals. Screaming Dodo und generell von Dodo von die erste von mir. Zweite ist Paluten. Und dritte ist Leser Luca. Geben so viele Gaming aus so tun, aber von einer ist richtig rausgestechen kann, ist Screaming Dodo, unser Hauptkanal, und zwei Kanals, sag mal so. Blefo Dodo und Screaming Dodo geben. Das sind beide gute Videos gemacht hat oder immer noch ist. Sag mal so. Ich finde von Blefo Dodo richtig gute Gamerin. Das nie aufgeben,
jetzt immer wieder seine Meinungen ist auch legendär und richtig gut gemacht. Spiele vorstellen. Es gibt so viele Spiele geben. Und es anzocken kann. Aber muss aber nicht. Hinweis von Playful Dodo. Geht blau und richtig gut gemacht. Von beiden Kanälen. Ich finde das legendär, das damit gut gemacht wird. Ich schätze von Screaming Dodo, das irgendwie reinkommt. Meiner Meinung nach von Abonnentenzahl 2 Millionen. Unser Hauptkanal, ich schätze, 7 Millionen Abonnenten. Screaming Haupt und Zweitkanal. Beide sind dann gut sind. Ja, ist doch Anfang, das weiß ich auch. Naja, so Anfang ist nicht, aber sag ich mal so. Wie mein Kanal ist Beispiel. Ich bin kleinerer Bruder von Playful Dodo. Von YouTube-Kanäle so sehen, von Abstand, von Zahlen. Ich habe 700 Abonnenten, vielleicht 800, aber von Playful Dodo oder Screaming Dodo, das erwachsen ist. Eigentlich Playful Dodo ist eigentlich meine Mama, ist aber nicht von Mama von Kanal, sag ich mal. Guck mal von meine Kanal an, von meinen Abonnenten. Guck mal von Playful Dodo oder Screaming Dodo seine Abonnentenzahl. Klar, ich habe ein bisschen mehr Videos wie Playful Dodo oder Screaming Dodo, etwas mehr Video, aber wenig Abonnenten ich habe. Aber davon von Dodo selbst, Screaming Dodo oder sein Hauptkanal, ich finde es echt legendär. Und würde ich irgendwann mal auch, wenn ich falsch verstehen, kennenlernen. Will ich nicht falsch verstehen. Das ist echt Wahnsinn, was du kannst. Du kannst lieber Screaming Dodo oder Playful Dodo. Dein Kanal ist legendär und richtig gut gemacht. Und viel Energie reingesteckt. Wahnsinn. Dass beide Kanäle Kampf, Wille und Leidenschaft reinsteckt. Klar, da irgendwann zu viel wird. Deswegen der von Uhrzeit machen. Das auch gemacht. Überhaupt keine Frage. Und nur einen kleinen Tipp. Das meisten von Gaming-Leuten oder ich weiß gar nicht, dass meistens so tun ist oder nicht. Beispiel Fanbriefe oder Fanpost. Ein paar Pakete oder Fanbriefe so drehen. Und du kannst so auch ein Video machen. Und diese Spiele, was andere Leute hat und es nicht mehr spielt,
Und das kannst du gerne auch anzocken. Oder wenn es richtig dir Spaß macht, dieses Spiel spielen, du kannst auch aufnehmen. Es gibt so viele Spiele geben, so guten Spiele. Geben eine Wii-Spiele, Computerspiele, Nintendo-Reihen geben. Oder PlayStation. Es gibt so viele echt richtig gute Spiele geben. Ich finde ich mal anzocken vielleicht. Alle Spiele anzocken. Und vielleicht auch bewerten. Deine Meinungen. Und das will ich gerne wissen. Deine Meinung ist, finde ich, wichtig. Ja, jetzt sage ich mal, viel Spaß von diesem Video.